Mein Name ist Ellen Überscheer, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung. Und once again, welcome to this European History. Noch einmal dann herzlich willkommen zu diesem Forum. Ein ganz neues Format aus, das aber ganz offensichtlich, jedenfalls für uns und unsere Techniker im Hintergrund offensichtlich, noch mehr Menschen die Teilnahme ermöglicht, als das hier in Berlin in der Böll-Stiftung möglich wäre. Für uns alle ein spannendes Experiment. Im letzten Herbst saßen wir, Böll-Stiftung, bei Memorial zusammen mit unseren Freundinnen von der russischen Menschenrechtsorganisation und haben dieses Forum geplant. Vor 10 Jahren haben wir dieses Forum, so wie es jetzt besteht, gegründet, um eine europäische Erinnerungskultur zu befördern. Und damit gemeint war eine Kultur, in der Europäerinnen aus Ost, West, Nord und Süd sich gegenseitig von ihrem Blick auf die Schlüsselereignisse des 20. Jahrhunderts erzählen. Ein Forum, bei dem wir Narrative etablieren, die der Gestaltung einer gemeinsamen europäischen Zukunft förderlich sind. Und natürlich geht es damit auch darum, den politisch instrumentalisierten und teilweise nationalistisch durchfärbten Narrativen unsere Narrative entgegenzusetzen. Bei uns geht es um Anerkennung, um die Vielfalt der Perspektiven, um eine europäische Geschichte, in der wir einander zuhören, in der wir einander wertschätzen und die Erzählung der anderen gelten lassen. Es sind die Nuancen, die unser Geschichtswissen bereichern und die unseren Blick zugleich auf die Gegenwart weiten. Das 20. Jahrhundert, das wissen wir, war voll von Gewalt, von Menschheitsverbrechen. Aber es war auch geprägt vom Widerstand gegen diese Gewalt und vom Ende der Gewalt, von Frieden und von den Erfahrungen des Zusammenlebens und der Versöhnung. Aber eine gemeinsame Erinnerungskultur mit einer Selbstverständlichkeit jenseits des Nationalismus, jenseits der Schuldaufrechnungen und Opferkonkurrenzen ist noch nicht etabliert. Das wird uns in diesen Tagen, in denen wir das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal begehen, besonders deutlich vor Augen geführt. Was erinnert, was hervorgehoben, was verschwiegen werden soll, entscheidet sich oft entlang politischer Opportunitäten und entlang nationaler und manchmal sogar ethnischer Grenzen. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Erzählung verändern, dass wir Akzente setzen für gemeinsames Forschen, Erinnern, Austausch zwischen Lehrenden, Lernenden an Hochschulen, an Universitäten, zwischen Museen und zwischen solchen, die Kultur produzieren, Medienschaffenden, zwischen NGOs und Künstlerinnen und Künstlern. Geschichte und Erinnerung prägen auch die Bilder, die Gesellschaften von sich selbst haben und von den Ereignissen, die für ihre eigene Selbstverständlichkeit so wichtig sind. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, auch die Leerstellen anzuschauen und zu wenig erzählte Geschichten hervorzuheben und ganz gewiss, liebe Freundinnen und Freunde, gehört die Geschichte der Frauen im Zweiten Weltkrieg dazu, zu den vernachlässigten Geschichten. Denkmäler, Museen, Kunstwerke, Rituale sind dominiert von männlicher Kriegserinnerung. Zwischen offizieller und gesellschaftlicher Erinnerungskultur gibt es in dieser Hinsicht nur graduelle Unterschiede. Wir wollen mit unserem Forum uns ausschließlich auf Frauen beziehen, die aber nun wiederum ihrerseits in sehr unterschiedlichen Rollen den Zweiten Weltkrieg durchlitten und durchlebt haben. Als Soldatinnen der Roten Armee, als Partisaninnen im jugoslawischen Widerstand, als Alleinernährerinnen ihrer Familie, als solche, die in berufliche Männerdomänen eingedrungen sind, schlicht weil niemand da war, der die Arbeit hätte machen können. Wo und wie wirken diese Erfahrungen eigentlich nach? Welche Rollenveränderung hatte Bestand und welchen wurde die Akzeptanz verweigert?
Frauen haben Erfahrungen entsetzlicher Gewalt machen müssen. Sie waren die sogenannte Zivilbevölkerung, die Opfer von Kriegsverbrechen, Vernichtung von Städten und Lebensräumen, von Vergewaltigungen und von Vertreibungen. Traumata sind entstanden, die, das wissen wir aus der psychologischen Forschung, bis heute nachwirken, über 3, 4 Generationen hinweg. Und in vielen Familien sind es Frauen, die die Erinnerungen wachhalten, in Tagebüchern etwas festgehalten haben, die mündliche Erzählungen weitergeben oder auch verschweigen. Gedenkfeiern, Siegesparaden, museale Darstellungen zum Zweiten Weltkrieg lassen uns die Rolle von Frauen ziemlich vollständig vermissen. Und wenn, dann als Opfer und zumeist anonym. Heute hier in der großen öffentlichen Runde und morgen in einer geschlossenen Fachtagung wollen und werden wir uns darüber austauschen, wie in den Gesellschaften in Ost, in Südost und in Zentraleuropa an Frauen im Zweiten Weltkrieg eigentlich erinnert wird. Mit welchen Mitteln und Möglichkeiten kann es eigentlich gelingen, diese Leerstellen im öffentlichen Gedächtnis zu füllen? Wie kommen Frauen ins Museum, ins Geschichtsbuch, in die Gedenkkultur mit ihren Namen, mit ihren Erinnerungen, mit Artefakten? Unser Bild von einem gemeinsamen Europa kann dadurch und muss dadurch gestärkt werden. Das sind die großen Vorhaben dieser 2 Tage und jetzt erstmal der großen Fachtagung, auf die ich mich sehr freue. Wie gesagt, noch einmal ganz herzlichen Dank an Walter Kaufmann, Nina Happe und das Team. Und ich wünsche uns allen einen produktiven und intensiven Austausch. Und ich habe nun die große Freude, sozusagen die Schalte weiterzugeben nach Moskau an Irina Scherbakowa. Die liebe Irina, ich grüße dich ganz herzlich. Ja, ich grüße dich, Elle. Irina leitet die Forschungsprogramme beim Wissenschaftlichen Informationszentrum von Memorial. Und Irina ist natürlich eine unserer Partnerinnen, mit denen wir im letzten Herbst angefangen haben, über das Thema Frauen im Zweiten Weltkrieg als Fachtagungsthema hier nachzudenken. Liebe Irina, ich freue mich sehr, dass wir trotz der Umstände, in denen wir uns befinden, auf diese Weise zusammenkommen können und gebe sehr gern das Wort an dich weiter. Vielen Dank. Ja, danke Elisabeth. Also liebe Freunde und Kollegen und liebe noch einmal, liebe Ellen, liebe Walter, liebe Nina, also alle Freunde aus der Böll-Stiftung und alle Zuschauer und Zuhörer. Ich begrüße Sie heute zum 9. Europäischen Geschichtsforum und zum Thema verborgene Erinnerungen und Frauen im Zweiten Weltkrieg. Und wie Ellen schon gesagt hat, wir haben seit jetzt schon 10 Jahren diesen Dialog begonnen mit der Böll-Stiftung. Damals in der Situation, wo wir uns dachten, es ist jetzt notwendig und es muss etwas passieren. Also es reißt diese Erinnerung und die Geschichtspolitik reißt uns alle auseinander. Wir müssen sozusagen anfangen, einen Dialog unbedingt, um Fäden zusammenzuknüpfen. Und damals stand noch Arseni Raginski, an dieser Stelle muss er auch, Ellen, erinnert werden, weil er auch sozusagen die Seele dieser Geschichte war. Zwei Sachen möchte ich hier hervorheben. Einerseits leider stellte sich heraus, dass das nicht nur jetzt notwendig ist, sondern mehr als notwendig. In diesen 10 Jahren, obwohl also viele sich wirklich auch im europäischen Rahmen Mühen gegeben haben, also diese Fäden zu knüpfen und wir im Memorial und zusammen mit der Böll-Stiftung sehen wir nicht nur nach wie vor, sondern vielleicht noch in manchen Ländern noch aggressiver, was aus der Erinnerung gemacht wird, was mit der Geschichtspolitik passiert. Und das Thema des Zweiten Weltkrieges, die verlässt uns nicht. Umgekehrt. Also wir erleben wieder und wieder, also wie daraus, dass sozusagen dieses Geschichts,
Feld zum Schlachtfeld wird, propagandistisch, politisch. Und ich glaube, das zeigt uns, dass diese Forumsgeschichte nach wie vor sehr wichtig, wie Ellen richtig schon gesagt hat, nach wie vor sehr wichtig und aktuell ist. Und natürlich haben wir uns gedacht, wir haben vieles in diesen 10 Jahren zur Kriegsgeschichte gemacht, auch im Rahmen des Geschichtsforums. Aber eigentlich dachten wir, als wir dachten, was sollten wir zum 65. Jahrestag des Ende des Krieges machen? Und dann haben wir uns doch, wie Ellen das schon hervorgehoben hat, zur Frauengeschichte entschieden. Weil es sich gezeigt hat, dass Jahrzehnte vergangen sind, aber die schwere Erfahrung, die Frauen im Krieg gemacht haben, haben sich die Gesellschaften doch nicht wirklich so eingeeignet, wie wir uns es vorstellen könnten. Und obwohl der Krieg und auch die Nachkriegszeit nicht nur sozusagen also in der Vergangenheit geblieben ist, sondern auch nachfolgende Jahrzehnte und auch heute uns nicht verlässt. Und es zeigt sich ganz bedeutend an dem russischen oder besser gesagt an dem sowjetischen Beispiel, weil die durchlebte Wirklichkeit ließ sich in den offiziellen Kriegs- und Siegmythos nicht einpassen, indem die Frauen während des Krieges entweder als Mütter erschienen, die ihre Söhne und Töchter auf dem Altar des Sieges geopfert haben, oder als Heldinnen, Fliegerinnen, Scharfschützinnen, Partisaninnen, als Angehörigen der Untergrundbewegungen. Darüber werden wir in den nächsten Tagen auch, mehr reden. Als selbstlose Krankenschwestern. Aber in diesem Kanon wurde nichts wirklich aufgenommen, was aus dem Heldenmythos rausfiel, die Herden des Krieges. Ganz besonders in Bezug auf die Frauen, die Verwilderung der Männer und auch diejenigen, die aus dem Krieg heimkehrten, die mobilisierten Frauen mit ihren Erlebnissen, passten nicht in diesen Mythos. Und selbstverständlich fanden in diesem Mythos nicht die tragischen und komplizierten Geschichten der Frauen in der Besatzungssituation, die Millionen von Ostarbeiterinnen, die verschleppt worden sind und dann nach Hause gebracht wurden und dann jahrzehntelang mit einem Fleck im Fragebogen sozusagen dann leben. Das alles passte nicht in dieses offizielle und glorreiche Kanon über die Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Aber man muss ja doch sagen, und eigentlich in Beziehung auf Deutschland auch und nicht nur auf Deutschland, dennoch brachte dieser Krieg eigentlich auch im gewissen Sinne für die Frau eine, wenigstens Anfang einer Befreiung aus einem totalitären, Mythos und aus dem, ausgedrückten, ideologisch ausgedrückten, plakatierten Frauenkrieg. Der Krieg mit allen seinen Härten zeigte eigentlich nicht nur die zerstörerische Macht, sondern auch die Stärke von gewöhnlichen menschlichen Gefühlen und Beziehungen, trotz allen Feinden, Fronten und allen möglichen. Und ich glaube, das ist so wichtig, heute hervorzuheben. Und ich wünsche uns heute ein offenes und spannendes Gespräch und morgen auch. Und vielen Dank nochmal an alle in der Böll-Stiftung. Irina, lieben Dank für deine Worte. Ich fand es sehr schön, dass du die Gefühle und die Schicksale nochmal erwähnt hast. Es ist jetzt, glaube ich, deine Aufgabe, den Film von Mascha anzukündigen und einzuleiten. Wenn du das jetzt tust, dann kommen wir gut weiter. Ja. Vielen Dank. Ja, also ich danke. Und würden wir das sehr gerne live machen, aber das war jetzt leider nicht mehr möglich. So haben wir das mit Hilfe von Heinrich Böll Stiftung Büro in Moskau gemacht.
dass wir ein Gespräch aufgenommen haben zwischen Maria Stepanova, das ist für russische jetzt Erinnerungskultur und russische Landschaft, philologische Landschaft und dichterische Landschaft eine sehr wichtige Figur. Und auch, glaube ich, in Deutschland bekannt mit ihrem großen auch autobiografischen Buch, also über die Erinnerung. Und mir so ein kleines Einführungsgespräch zu unseren zwei Tagen. Super, viel Spaß. Маша, память, женская память о войне, роль женщины на войне – это совершенно огромная тема без всяких берегов. Но если все-таки сказать о самых главных, основных вещах, что бы вы сказали, что бы вы ответили на этот вопрос? Ох, Ирина, тема действительно огромная, и непонятно, откуда начинать. Я бы, наверное, осторожно начала с того, что женщина на войне, женщина в военные времена – это, конечно, не только те, кто участвует в боевых действиях, это женщины в тылу, это женщины, которые переживали войну как сокрушительный, катастрофический, все меняющий опыт, не имея, может быть, возможности деятельного участия. То есть не имея возможности что-то изменить. И поэтому в 20 веке, а может быть и не только, у женщин оказывается такая интересная функция. Они оказываются вытеснены на обочину деятельной жизни, но зато они сохраняют память о войне и о том, что война сделала с миром. И это необычная память. Это память домашняя, предельно человечная. Тот вид памяти, которая противостоит памяти официальной, официозной, с ее свойством превращаться в, с ее свойством каменеть, превращаться в монумент. Женщины, их способ помнить и передавать семейную память, домашнюю память, они, может быть, единственный антидот против этого омертвения памяти. Но если вернуться к нашему российскому опыту, но мне кажется, что его можно, что он на самом деле не только российский, то он, конечно, во-первых, очень трагический, во-вторых, он еще специфический потому, что как нигде, если говорить там о Второй мировой войне, как нигде женщины принимали участие просто непосредственно в боевых действиях, потому что 800 тысяч, почти миллион женщин оказалось в армии. Я уже не говорю о том, о чем вы сказали, война была тотальной, носила тотальный характер, поэтому она затронула... ...крик и an den Kämpfen beteiligt. Und daraus entstand eine komische Kombination, die unserer Erinnerung eigen ist. Andererseits, einerseits entstand tatsächlich ein heroisches Mythos, wie eine Frau zu sein hat. Noch vor unserer Vorkriegskultur entstand dieser Mythos. Die Frau kämpfte an der Seite des Mannes und sie sollte dann ihr Leben für die Heimat opfern. Und Frauen haben in der Tat ihr Leben geopfert, auch metaphysisch. Sie kamen zurück nach dem Krieg, tief traumatisiert. Sie sind zu Opfern dieses Krieges geworden. Sie sind keine Siegerinnen. Wenn diese Rolle jemand bekommen hat, dann in erster Linie die Männer, aber nicht die Frauen. Sie haben sich am Krieg beteiligt und ihre Beteiligung erweckte in der Gesellschaft irgendein Unbehagen. Die Frauen konnten über ihre Erfahrungen nicht berichten, über ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen. Das waren dann Frauen, die oft geschwiegen haben, die oft viele Sachen verdrängt haben. Und ja, ich stimme Ihnen zu, dass einige Frauen aufgrund
ihrer Emotionalität, ihrer emotionalen Einstellung den Erinnerungen gegenüber, im Unterschied zu unseren sowjetischen Männern, doch etwas erzählen konnten, etwas artikulieren konnten. Sie konnten ihre Erinnerungen weitertragen. Und deswegen entsteht hier ein widersprüchliches Bild. Ja, in der Tat, das, was Sie erwähnt haben, ist sehr interessant. Da sind folgende Sachen. Frauen an diesem Krieg in diesem Krieg hatten nur wenige Möglichkeiten dafür, um sichtbar zu werden, um eine bestimmte Rolle für das Massenbewusstsein zu spielen. Es war so, entweder arbeiteten Frauen als Penelope irgendwo im rückwärtigen Gebiet und haben ihre wichtigste Funktion erfüllt, und zwar warten, warten und warten. Das führt dann dazu, dass Frauen so gut wie nicht mehr existieren. Oder sie werden zu Märtyrerinnen, zu Heiligen, indem sie ihr Leben für ihre Heimat opfern. Aber im Krieg zu leben, aktiv zu sein, das ist eine Aktion, die den Frauen nicht zuteil geworden ist. Niemand will in Wirklichkeit hören, was den Frauen dort zugestoßen ist. Es gibt ein wunderbares Sujet, an das sich Ljubow Schaporina in ihren Tagebüchern erinnert. In den 60er Jahren kommt sie auf wunderbare Weise in die Schweiz. Sie besucht ihre Verwandtschaft, die sie nach der Revolution nicht mehr gesehen hat. Und sie träumt davon, ihnen über ihre Erfahrung während der Blockade zu erzählen. Und dann sieht sie, dass ihre Verwandten ganz vorsichtig dieses Gespräch vermeiden, indem sie sagen, nein, sie möchten darüber nichts hören. Es ist wirklich komisch. Ich würde doch nicht jene Sachen erwähnen, ins Gespräch bringen, die mir schmerzen. Und hier sehen wir, dass man von Frauen auch eine gewisse Selbstzensur erwartet hat. Das heißt, die Frauen sollten selten über bestimmte Sachen sprechen. Sie sollten sich dabei korrigieren, ihre Erzählung nachjustieren, damit Zuhörer nicht durch diese Erzählung verbal verletzt werden. Ja, dem stimme ich zu. Aber wenn wir über die Rolle der Frau nach dem Krieg sprechen, so sehen wir, dass sie oft ihren Platz nicht finden konnten. Sie konnten auch keine Männer finden. Diese Männer wollten diese Frauen nicht. Männer, die das ganze Schrecken des Krieges erfahren haben, wollten nichts von diesen Frauen hören. Sie wollten jene Frauen haben, die, mit denen sie diese Erfahrung nie teilen konnten. Das ist zum einen. Zum anderen haben Frauen eine enorme Last erfahren. Denn viele Familien sind ohne ihre Väter geblieben. Und an den Frauen lag es, ihre Familien auf die Beine zu stellen, Kinder zu erziehen und so weiter und so fort. Und nebenbei haben wir ein heroisches Bild eines Vaters. Selbst wenn dieser Vater im Gulag umgekommen ist, wird er idealisiert. Das sehen wir in den Spielfilmen, in Filmen. Und es wird sehr wenig über Frauen gesprochen, die sich überheben nach dem Krieg. Sie müssen arbeiten, oder jene Frauen, die aus dem Gulag zurückkommen. Also ihr Bild entspricht bei weitem nicht diesem wunderbaren Bild. Und das ist in der Tat eine sehr tragische Geschichte über den Platz der Frauen. Wenn man sich ganz genau darüber überlegt, wird man vielleicht dann doch eine Erklärung dafür finden, was später war. Und wenn wir über Männer sprechen, so dürfen wir nicht vergessen, dass in der damaligen
Gesellschaft Männer Gold wert waren, egal mit welchen Belastungen sie vom Krieg zurückgekehrt sind. Frauen mussten dann alles aushalten, sie mussten dann allem entsprechen. Hauptsache, die Männer bleiben, denn es gab ja so wenige davon. Und das alles hat eine Spur bei uns allen hinterlassen, auch in unserer Literatur, auch in der Kinematografie. Und ich denke, dass auch viele Bücher darüber geschrieben worden sind, aber auch in diesen Büchern ist dieses Sujet nicht weiterentwickelt, nicht bis zum Ende entwickelt. Ja, dem stimme ich zu. Es ist ja auch interessant, die Situationen nach dem Krieg sowohl in Russland als auch in Deutschland zu vergleichen. Auch dort gab es eine sehr starke Last in Bezug darauf, um wieder aus den Scherben eine Welt aufzubauen. Und diese Last übernehmen Frauen. Und in Deutschland gibt es überhaupt keine Möglichkeit, einen heroischen Mythos zu bedienen in Bezug auf Frauen. Und dann stellt sich die Frage, wie soll sich dieses Narrativ gestalten? Woran darf man sich erinnern? Worauf nicht? Was darf man in der Literatur erwähnen? Diese Luftangriffe der Alliierten, sie haben keine Spur in der Nachkriegsliteratur in Deutschland. Aber gerade davon sollten deutsche Frauen erzählen, denn sie waren diejenigen mit ihren Kindern, die das erlebt haben. In der Tat, dem ist so. Und ich denke, dass wir während unseres Forums nur allgemeine Sachen streifen können, aber nichtsdestotrotz können wir einige Sachen ansprechen aus von diesem riesengroßen Thema, und das scheint mir sehr wichtig zu sein. Wir werden über den Feminismus sprechen und auch über andere Sachen. Und es ist wichtig zu erzählen, warum diese Vergangenheit tatsächlich nicht zur Vergangenheit wird, wenn es um die Frauen geht. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Nina Happe. Und ich habe gerade gesagt bekommen, dass wir hier bereits 260 Zuschauer haben und Zuhörerinnen. Das ist größer, als wir es bisher immer geschafft haben. Das ist toll. Und vorhin hat mir jemand noch aus Baku geschrieben, aus Aserbaidschan, dass er den Link verbaselt hat. Und ich konnte ihn zusätzlich noch einladen. Also auch solche Leute sind jetzt hier mit uns. Es ist sehr international. Wir sprechen in einem ersten Podiumsgespräch über emanzipative Aspekte in diesem Krieg für Frauen. Welche Rollen mussten oder konnten sie auf einmal einnehmen? Und welche Bilder davon haben wir in Erinnerung? Was wurde tradiert? Was wurde auch nach dem Krieg davon weitergegeben? Ich möchte, dass Sie bei uns auch mitmachen können und erkläre Ihnen gerne, wie Sie das machen. Sie können in russischer, englischer oder deutscher Sprache bei uns mitmachen. Und zwar ab einem gewissen Moment, wo ich dazu einlade, gehen Sie wieder an den unteren Bildrand und klicken Sie einfach auf das Handsymbol, heben Sie sozusagen die Hand. Dann wird meine Co-Moderation wissen, dass Sie sich bemerkbar gemacht haben und zu uns kommen wollen. Dann können Sie mit Ton und Bild zu uns kommen und eine Frage stellen und dann wieder abhauen sozusagen. So läuft das. Dazu möchte ich noch anmerken, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird. Sie wird auch im Moment live gestreamt auf unserer Internetseite. Das soll Sie aber nicht einschüchtern. Kommen Sie einfach trotzdem, es macht ja Spaß. Keine Angst. Ich glaube, das war ach so, eine Sache noch. Wenn jemand ein technisches Problem hat, kann er das unter Fragen und Antworten an uns richten. Dann versuchen wir zu helfen. Ja, jetzt könnte ich eigentlich mein Podium zu mir gruppieren lassen. Diesmal gleichzeitig bitte. Nicht alle hintereinander, sondern jetzt einfach, dass wir hier zu fünft sind. Ich kann ja schon mal beginnen, die vorzustellen. Ich sehe jetzt noch nichts. Also ich fange einfach schon mal an, Ihnen zu sagen, wen wir gleich begrüßen werden.
Hier sehen wir Ivana Pantelic. Sie ist, hallo, oder ich sage erstmal allen Hallo, die reinkommen. Ivana Pantelic ist, forscht am Institut für zeitgenössische Geschichte in Belgrad sie ist eine besondere Expertin für Emanzipationsfragen in Jugoslawien und wird uns nachher erzählen, in welcher Weise sich Partisaninnen in Jugoslawien im Zweiten Weltkrieg bewähren konnten. Dann sehe ich jetzt, Katharina Kopchenko ist schon bei uns. Hallo. Katharina Kopchenko ist Historikerin, normalerweise an der Universität in Kiew, derzeit in einem Forschungsprojekt in Berlin. Und sie hat über das Konferenzthema durchaus publiziert. Sie ist also wirklich vom Fach. Genau das Gleiche kann ich auch sagen von Jelena Rajdestinskaya. Hallo, Sie sind jetzt auch hier. Auch sie hat zu unserem Konferenzthema publiziert. Sie ist Soziologin an einem Forschungsinstitut in Moskau. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Und dann haben wir noch Sevil Husseinova, die ist ebenfalls in Berlin an einem historischen Forschungsinstitut. Sie ist Sozialanthropologin und wir haben Sevil Husseinova eingeladen, damit sie uns über Frauen im Zweiten Weltkrieg in Aserbaidschan Auskunft gibt. Entschuldigen Sie bitte alle vier, dass ich Sie so wahnsinnig kurz und knapp vorgestellt habe. Ich habe alle Ihre akademischen Titel weggelassen. Ich habe einfach das Interesse, dass wir ins Gespräch kommen, weil diese ganzen Vorreden und der Film, wie es zu erwarten war, wie es bei uns immer ist, ein bisschen zu lange gedauert haben. Ich würde gerne mit Jelena Rajdestinskaya anfangen. Jelena, wir haben es eben in dem Vorfilm schon gehört, es haben 800.000 Frauen im Zweiten Weltkrieg in der Roten Armee gedient. Wie sind Sie da hingekommen? Für was wurden Sie eingesetzt und was haben Sie durchgemacht? Bitte schön, ganz kurz, 5 bis 7 Minuten. Ich will Sie nicht leise schalten müssen, liebe Jelena. Wir hören Sie noch nicht. Eine Sekunde. Kleine Sekunde, geht sofort los. Wenn Sie gestatten, würde ich gerne meine Präsentation nutzen, weil mir das die Möglichkeit gibt, einige Zahlen zu zeigen und außerdem die Topographie dieser Epoche besser darzustellen. Und für uns ist es wichtig, dass wir uns in diese Person hineinversetzen können. Wir haben es ja schon gesagt, ich möchte es nur kurz wiederholen, und das ist auch sehr wichtig als Hintergrund für unser Gespräch. Wir müssen einfach ein Verständnis haben, dass doch ein Massenphänomen war, dass diese militärische Mobilmachung wirklich sehr breit war. Es fast 1 Million Frauen wurde davon erfasst. Das ist eine Mobilmachung, die freiwillige Frauen erst nach dem Jahr 1942 möglich gemacht hat, als es schon sehr hohe Verluste im Krieg gab. Da betraf die Mobilmachung eben auch Frauen, die zum Beispiel als Komsomolzinnen oder als aktive Sowjetbürgerinnen einberufen wurde. Das war schon eine andere Welle. Der Ausmaß dieses Phänomens ist wirklich Wahnsinn. Es wurden mehrere, zum Beispiel Fliegergeschwader gegründet. Es gab eine selbstständige Frauenschützenbrigade. Es gab eine zentrale Frauenscharfschützenschule, eine selbstständige Marinekompanie und so weiter und so fort. Es gab also ganz unterschiedliche militärische Erfahrungen von Frauen als aktiven Frontteilnehmer. Dann gab es noch sehr viele Ärztinnen über das Rote Kreuz zum Beispiel oder als Schwestern oder als Pflegerinnen, aber auch als Ärzte, als Chirurgen. Insgesamt waren 41% der Ärzte in der Roten Armee Frauen. Bei den Chirurgen waren es 43,5%. Sie haben auch entsprechende Medaillen und Auszeichnungen bekommen, unter anderem auch den Held der Sowjetunion verliehen bekommen. Ein mehr geschlossenes Thema oder verdecktes Thema ist das Thema der Frauen im Partisanenkrieg. Es gab viele Frauen, die auch in Partisanentrupps mitgemacht haben. Ungefähr 10% der Partisanen
waren Frauen. Das sind insgesamt ungefähr 28.500. Aber das ist ein Thema, welches einfach noch nicht offen verhandelt wird, genau wie das Thema der Ostarbeiterinnen zum Beispiel. Die Historiografie unterscheidet bislang die Frauen auch noch nicht als Opfergruppe, wenn sie verwundet wurden oder Kontusionen erhalten haben oder wenn sie Verletzungen bekommen haben, die zur Invalidität geführt haben. Frauen haben nicht nur sehr viel geleistet an der Front, es wird teilweise darüber berichtet, aber eben noch zu wenig. Und was aber auch wichtig ist und was noch absolut fehlt, das ist die Leistung der Frauen in den rückwärtigen Gebieten, im Hinterland. Frauen haben überall gearbeitet, in ganz unterschiedlichen Verwendungen. Und der wichtigste Fokus auch heute ist natürlich die Beteiligung der Frauen an den Kampfhandlungen. Diese Tätigkeit oder die Einsatzmöglichkeiten waren hier auch sehr breit. Sie waren bei Aufklärungstruppen dabei, sie waren bei Partisanenbewegungen dabei, sie waren Fernmeldefachfrauen, sie waren Scharfschützen. Viele gab es auch, die in der Fliegerei eingesetzt waren. Sie waren Pilotinnen, sie waren Steuerfrauen, sie waren an Waffen eingesetzt. Es gab sogar einzelne Frauenluftgeschwader. Dieses Wissen ist so ein bisschen das bislang gegen das Leitmotiv, dass man bislang sagt, dass Krieg eigentlich eine Männersache ist. Und die Beteiligung von Frauen ist noch nicht entwickelt. Wenn wir das jetzt sehen, wenn wir die Geschichte sehen, können wir sagen, Krieg ist nicht nur eine Männerangelegenheit. Wieso wurden Frauen so aktiv mit einbezogen in den Krieg? Ich denke, man muss sehen, dass es hier sicherlich auch eine Rolle spielt, dass diese neue sowjetische Identität aufgebaut wurde vor dem Zweiten Weltkrieg. Es gab ja doch einen großen Abschnitt schon für zum Beispiel auch die Arbeitsmobilmachung der Frauen. Die Frauen als gleichberechtigte Arbeitskraft. Und letztendlich ging es auch um die Gestaltung eines Massenbewusstseins in der Zeit vor dem Krieg. Die sowjetische Erfahrung des Einsatzes von Frauen hat gezeigt, dass Krieg eben nicht ausschließlich eine Männerangelegenheit ist. Viel war auch mit der freiwilligen Bewegung der Frauen zu erklären oder ist dadurch zu erklären. Wenn wir heute über die Beteiligung von Frauen im Krieg sprechen, dann ist vieles auch mit der heutigen russischen Identität verbunden. Wir sehen in der russischen Identität eben nicht nur verschiedene Bronzedenkmäler, sondern auch konkrete menschliche Schicksale. Und die Geschichte der Frauen im Krieg wäre ein Versuch, dieses Bronzedenkmal an das tatsächliche Erleben anzupassen. Wenn wir uns fragen, warum Frauen so breit und auch auf freiwilligen Grundlage am Krieg teilgenommen haben, zeigt uns, dass die Motive ganz unterschiedlich sein könnten. Natürlich, dieser Patriotismus war ganz wichtig. Der Patriotismus war eine soziale Grundlage, ein soziales Fundament sowjetischer Bürger. Aber neben diesem Patriotismus gab es noch viele andere Motive. Das war vielleicht ein bisschen auch Rache für Gefallene oder für Kollegen und Freunde. Das war sicherlich auch der Versuch, einen Beitrag zu leisten. Es war sehr motivierend, hier gemeinsam in einem Team zu arbeiten. Patriotismus als Bestandteil der sowjetischen Identität kann uns auch helfen zu verstehen, wie breit der Kontext für diese Mobilmachungsfreiwilligkeit bei Frauen ist. Nicht nur bei Frauen, auch natürlich bei Männern. Ich denke, wir sollten auch noch über andere
Dinge sprechen. Die meisten Frauen, Rotgardistinnen, haben zum Beispiel auch in paramilitärischen Einrichtungen ihre erste militärische Grundausbildung bekommen. Und das sind auch Erfahrungen, aufgrund derer die Frauen aktiver im Zweiten Weltkrieg mitwirken konnten. Ich wollte gerne, wenn ich noch die Zeit habe, eine kleine Geschichte bringen, eine konkrete Geschichte aus dem Krieg, die uns hilft zu verstehen, wer diese Geschichten bewahrt oder wer daran erinnert. Es geht hier um Ksenia Petrovna Mironova. Sie ist eine Ärztin, sie war Kriegsgefangene, später Partisanin, die in der Nähe von Wersma in Kriegsgefangenschaft ist, die im Konzentrationslager ein Kind geboren hat, gerettet wurde. Und ich weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit. Das ist eine schöne Geschichte, aber wenn Sie sie ein ganz bisschen abkürzen können, wäre ich sehr dankbar. Vielleicht nicht alle Gefechte aufzählen von Ksenia. Natürlich, natürlich. Ich wollte nur sagen, das ist im Prinzip die Geschichte dreier Frauen. Dieser Ärztin, Partisanin, dann ihre Tochter, die im Konzentrationslager geboren wurde und gerettet wurde, und Enkelin, die mir diese Geschichte später berichtet hat, die mir davon erzählt hat. Der dramatischste Zeitpunkt dieser Geschichte ist wahrscheinlich damit verbunden, wie sich diese Ärztin selber gerettet hat in der Flucht vor den Faschisten. Sie ist in einen Sumpf gekommen, stand in der Gefahr zu ertrinken und hat ihr Kind auf einen Torfhügel gelegt. Und deutsche Soldat, der vorbeikam, die Situation gesehen hat, hat das Kind mit einer Birke verdeckt, hat sie somit gerettet. Wir haben also diese Frauengeschichte, eine Geschichte, die man zum Beispiel am 9. Mai zu diesem Feiertagsfeuerwerk gar nicht unbedingt erzählen kann, weil das ist mehr die offizielle Darstellung dann. Das ist so eine kleine Geschichte, die man eigentlich nur in der Familie erzählen kann, der eigene Tochter, wenn man erzählen will, wie toll die Großmutter war, die in dieser Situation überlebt hat, als Lebensbegleitung für die Enkelin. Damit mache ich auch Schluss. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jelena. Diese Geschichte macht auch was mit mir, wenn ich die höre. Und ich finde es ganz reizend, dass Sie ausgerechnet diese Geschichte ausgewählt haben für dieses große Forum mit vielen Leuten. Denn ja, das ist ja irgendwie auch eine versöhnliche Geste, ausgerechnet eine Geschichte zum Besten zu geben, wo ein Faschist eine junge Frau nicht tötet. Ich würde jetzt, bevor ich weitere Fragen stelle, lieber die anderen kurzen Inputs hören, damit unser Publikum wirklich bei uns teilnehmen kann. Wir haben das ja als interaktive Angelegenheit angekündigt, dann müssen wir das auch so machen. Ich würde vielleicht als nächstes Katja Kopchenko bitten, zu ergänzen, vielleicht vom Militär etwas wegzukommen und mehr so zu den, sage ich mal, diesen Hinterland oder wie man das immer sagt, Heimatfront, Schicksalen zu kommen und vielleicht auch darauf zu kommen, Sie haben mir, glaube ich, einen Artikel geschickt, wo drin stand, dass das in der Ukraine seit einigen Jahren eigentlich nach ganz frischen, neuen ukrainischen Narrativen gesucht wird, die man den sowjetischen Narrativen beiseite stellen kann. Katja, bitte. Ja, vielen Dank. Ich würde dann Deutsch sprechen, damit wir es ja alle vielleicht auch teilnehmen könnten, aber ja, vielen Dank für die Vorstellung. Meine Aufgabe sehe ich darin, nicht so die Fallbeispiele und die ganz konkrete Teilnahme der Frauen wie die Kämpferinnen in Roten Armee oder Partisaninnen, sondern ich möchte gerne ja wirklich die Perspektive ein bisschen erweitern und die Fragen eher für die Diskussion sozusagen zu bringen, die Fragestellung selber zu erweitern. Also wirklich, der Zweite Weltkrieg hat nicht nur weibliches Gesicht, sondern ich würde sagen, wenn wir um die menschliche Dimension des Krieges sprechen, nicht Militär selber, sondern alles, was in der Heimat Front und außerhalb, das heißt das Leben in der Okkupation, der Besatzung, das ist ja gerade das weibliche Gesicht des Krieges. Und übrigens, die Frauenrollen im Zweiten Weltkrieg
waren, würde ich sagen, vielfältiger als die Rolle der Männer sogar. Weil die Frauen, wie wir schon auch gesehen haben, waren auch da, wo die Männer waren, das heißt direkt im Kampf. Auch in fast allen Armeen, inklusive auch Wehrmacht oder sagen wir auf der Nazi-Seite, gab es Frauen als Helferinnen, aber die Rote Armee, die Sowjetunion übrigens, ging am weitesten. Da waren die Frauen echt neben den Männern, die Militär, also Panzerfahrerinnen, Flug, also Militärpilotinnen und so weiter. Das heißt, praktisch die gleichen Rollen auch im Kampf erfüllt. Aber wenn wir auch zu nicht nur Frauenperspektive, also Genderperspektive nehmen, sondern auch geopolitische Perspektive, das heißt Osteuropa im weitesten Sinne des Wortes, das ist auch wichtig in Betracht zu nehmen, dann sehen wir, dass hier die Frauenrollen und Frauenerfahrungen besonders stark und schmerzhaft waren und besonders vielfältig. Dadurch auch, dass am Fallbeispiel Ukraine, die ich vorstelle, kann man sagen, dadurch, dass das Land fast vollkommen besetzt wurde von den Nazis, wir können über praktisch allen zentralen Narrativen des Zweiten Weltkrieges sprechen. Also das betrifft Ukraine, Belarus beispielsweise, baltische Länder und so weiter. Das heißt, hier erfahren wir Erfahrungen ganz unterschiedlicher, nicht nur Teilnahme der Frauen an den Militärvereinen verschiedener Art, das heißt die Rote Armee natürlich, das heißt die sowjetische Partisanenbewegung, das heißt die ukrainische Aufstandsarmee als vermutlich einer der stärksten nicht-sowjetischen Partisanen oder sagen wir so Befreiungsbewegungen oder so Untergrundbewegungen. Hier sehen wir die größte Opfernarrative, wenn man das so sagen darf, das heißt Holocaust, also 1,6 Millionen jüdischer Frauen, die vernichtet wurden, stammen aus der Ukraine. Und Holocaust ist auch in der ersten Linie auch Frauenerfahrung, wie auch die Gesichter des Zwangsarbeits sind ja zum großen Teil auch die Frauengesichter aus den verständlichen Gründen, weil die Frauen, also Männer mobilisiert waren. Aber in diesem Zusammenhang möchte ich auch sagen, dass wir, wenn wir über Osteuropa sprechen, sollen wir nicht nur Nazi-Verbrechen in Betracht nehmen, was natürlich ja Zentralpunkt ist im Zweiten Weltkrieg, sondern auch die Verbrechen seitens der Stalinismus und sowjetischer Regierung, die auch im Laufe des Krieges unmittelbar nach dem Krieg stattfanden und auch sozusagen unter der Deckung in Anführungszeichen, dass dem Sieger alles erledigt, also erlaubt ist und entschuldigt wird, übrigens ja auch stattfanden. Ich meine damit die Deportationen der ganze relativ kleineren Völker der Sowjetunion. Heute ist übrigens der Tag, das Gedächtnis an die Opfer der Deportation der Krimtataren aus der Krim. Und ca. 190.000 Menschen wurden genau an der Nacht auf 18. Mai aus der Krim abgeschleppt in den Steppen von Usbekistan, Kasachstan und darunter nur während des ersten Jahres der Deportation und während des Weges 30.000 umgebracht wurden, also durch die Krankheiten, übrigens verschiedene halb natürlichen Gründen, sagen wir so. Und das ist auch, das passierte während des Krieges im Jahr 44, also noch vor dem Ende des Krieges. Und diese Tragödien und diese Verbrechen hatten auch, ihre Opfer hatten meistens natürlich weibliche Gesichter, weil logischerweise die meisten Männer waren dann mobilisiert und nahmen an Krieg teil. Und die anderen, auch die anderen Erfahrungen, so traditionelle, in Anführungszeichen wiederum, Frauenerfahrungen des Krieges, wie schon genannte sexuelle Verbrechen, das waren auch natürlich fast nur weibliche Tragödie. Und das betraf nicht nur Frauen, sagen wir so, auf dem Weg der Befreien, sozusagen diese Aufmarsch der Roten Armee nach Deutschland, nach Berlin, sondern auch, das betraf sehr oft auch eigenen Frauen in Erinnerungen oder historischen Erinnerungen, vielen Zwangsarbeiterinnen,
gibt es ja Erwähnungen, dass die von eigenen Männern belästigt wurden auf dem Rückweg in die Heimat oder auch direkt vergewaltigt. Und das ist auch eine sehr schwierige Seite, dass wir erst später, erst jetzt, wenn die oralhistorischen Studien massenhaft durchgeführt wurden, auch hören können. Das sind diese sehr lange geschwiegene Traumas der Frauen. Und damit möchte ich auch, wenn wir schon über die Erinnerungen und Gedächtnisse sprechen, ich möchte ein paar Bilder, kleinen Moment, ich habe, glaube ich, muss dann noch umschalten. Katja, vielleicht nicht allzu lang. Ja, ich nur ein, ganz zwei Bilder, ja. Kurz, okay, ich versuche schneller zu sein und jetzt den auf dem Bildschirm umschalten und ganz kurz nur die paar Bilder zu zeigen. Das sind nur sozusagen Grenzbilder aus der sowjetischen Zeit, die uns ja ziemlich prägt noch, unsere Vorstellungen von dem Krieg, dass die Frauen meistens als Opfer dargestellt wurden. Hier ist Zitat von Stalin links. Ich glaube, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, man sieht das nicht. Da müssten Sie Ihren Bildschirm freigeben. Nicht. Ich hoffe, dass ich das gemacht habe. Kleinen Moment. Das vielleicht. Das habe ich gehofft, weiß ich nicht. Also jetzt Demonstration. Sonst kommen wir erstmal vielleicht, sonst jetzt. Machen wir, jetzt sehen wir es, jetzt können wir, das sind diese. Okay. Leider kann man nicht so volles Bild auf dem Bildschirm machen. Ich zeige nur kurz und sagen dazu, dass wir noch relativ stark mit dieser sowjetischen Vorstellung über die Frauen im Krieg geprägt sind, muss man sagen. Und das waren die Bilder einerseits ziemlich stark auch mit Propagandazwecken während des Krieges benutzt. Einerseits Frauen als hilfloser und am meisten Betroffener, um sozusagen die Soldaten aufzurufen, aufzuwärmen, die zu verteidigen. Und andererseits dieses heroisches Narrativ, wo die Frauen als Heldinnen dargestellt wurden, zwar auch, um zu zeigen, dass die in der Sowjetunion, dass alle Möglichkeiten Frauen, also diese emanzipative Rhetorik, dass die Frauen gleiche Rolle spielen durften, konnten in der Sowjetunion, auch übrigens im Militär, bis in die symbolische Vorstellungen über die Frauen als eine übrigens ja Symbol der allgemeinen Nation. Also diese, sagen wir, Grenzvorstellungen über die Frauen, aber die echten Geschichten, schwierigen, komplizierten, sehr vielfältigen, das interessierte man sich nicht so richtig hatte keine große Interesse an die. Katja, wir müssen jetzt erstmal zum Schluss kommen. Die anderen müssen ja auch noch dran kommen. Das war jetzt ein sehr umfangreiches, umfassendes Bild. Vielen Dank. Ich wollte jetzt zu Sevil kommen, also sozusagen an den geografischen Rand des Sowjetreiches, aber der Beitrag Aserbaidschans zum Krieg war sicher nicht peripher. Sevil, ich glaube, im Gegensatz zu Katja wolltest du sehr konkrete Frauen vorstellen. Das ist vielleicht dann auch schön, wenn wir doch nochmal von diesen allgemeinen strukturellen Problemen und übergreifenden Überlegungen zu ganz konkreten Fällen kommen. Bitte schön, du wolltest auch was zeigen, ne? Sevil, können wir dich hören? Kannst du dein Mikrofon anschalten? Ist das jetzt ein technisches Problem oder kann Sevil was machen? Kann ich ihr sagen, was sie machen muss? Oder? Ja, Sevil, sag was. Macht sie wahrscheinlich schon. Ich kann ihre Lippen nicht erkennen, das müsst ihr beurteilen. Also irgendwas ist hier falsch. Vielleicht können wir das noch hinkriegen. Dann machen wir jetzt einfach, wir sind jetzt einfach so sportlich, dann anstelle von Sevil erst Ivana Pantelic dran zu nehmen. Ivana, wie war das denn in Jugoslawien? Da musste man als kommunistische Partisanengruppe nicht nur gegen die Faschisten kämpfen, sondern wollte eigentlich einen Regimewechsel erzielen. Man
wollte einen neuen Staat gründen. Und welchen Anteil haben vielleicht Frauen daran, diesen neuen Staat zu erkämpfen? Thank you, Nina. Thank you all for participating. Besten Dank, Nina, und vielen Dank auch für die Teilnahme an diesem Forum. Ja, ich würde da gerne ein wenig mehr darüber reden, wie die Frauen diese Aufgabe quasi übernommen haben, die sie vorher nicht hatten, wie sie ein aktiver Kämpferpart wurden. Vielleicht ganz kurz eine kurze Einleitung auch zu dem, worum es hier heute geht. Wir sprechen natürlich über die ehemalige über das ehemalige Jugoslawien und von 41 bis 45 gab es diese Grenzziehungen und die Befreiungsarmee hat dort einen Befreiungsschlag und einen Befreiungskampf durchgezogen gegen die ehemaligen Besatzer und dann gab es einen Bürgerkrieg gegen die verschiedenen bürgerlichen Gruppen. Chatnitzi und Mustafa waren die zwei Bewegungen. Und das war natürlich recht wichtig, dies anzugehen, denn sie haben sich mit den Besatzern damals zusammengeschlossen. 1000 neue Mitglieder konnten während des Krieges gefunden werden. Und dann wurden da alternative Institutionen gegründet. Und jetzt schauen wir, wo wir uns da mit den Frauen bewegen. In den ersten Jahren der kommunistischen Revolution im Sommer 1941 hat die kommunistische Partei die Frauen dazu aufgerufen, der Partei beizutreten und auch der Kämpfereinheiten beizutreten. Dann haben sie versucht, die Frauen als Sympathieträger darzustellen und dann auch im Hinterland Aktionen auszuführen. Es ist ein bisschen schade, dass wir die Zeit dazu nicht haben. Aber ich glaube, es wäre ganz wichtig, die Rolle der Frauen in der Untergrundbewegung noch einmal anzusprechen. Und aus meiner Sicht war das tatsächlich eine Rolle, die sehr stark unterschätzt wird in den Geschichtsbüchern. Und es sollte durchaus mehr hinterleuchtet werden. Frauen haben dort wirklich eine großartige Arbeit geleistet in der Untergrundarbeit. Frauen sollten ursprünglich die Befreiungsarmee unterstützen und so wie die kommunistischen Führer dann Frauen als Unterstützer bezeichneten und Männer eher als Kämpfer, zeigt uns, wie man trotzdem immer wieder diese traditionellen Rollenbilder in der Gesellschaft umsetzt. Warum und wie konnten diese konservativen Bilder in Widerstand dann einen Wandel eingehen? Und jetzt würde ich gerne die Sicht von Barbara Wiesinger übernehmen, einer Historikerin aus Österreich, die sich diesem Thema angenommen hat, die Rolle der Frauen im Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien. Und sie sagt, ein Teil der Erklärung ist, dass man oft einen hohen Bedarf an medizinischem Personal hatte. Sogar die Befreiungsarmee selbst ging nicht auf Frauen zu, dass sie sich dem Widerstand anschließen würden, denn sie brauchten jede helfende Hand, die im medizinischen Bereich die immer höhere Anzahl an Verwundeten betreuen konnte. Es gab 173 weibliche Doktor und wahrscheinlich ungefähr 10.000 ausgebildete Krankenschwestern, die im Bereich dieser Befreiungsarmee tätig waren während des Krieges. Es ist wichtig, dass diese Frauen, oder es ist wichtig zu wissen, dass diese Frauen durchaus auch zu Waffen griffen, wenn es notwendig war. Und sie waren durchaus auch bereit zu kämpfen und man versuchte dann die Frauen auch immer mehr für diese Kämpferrolle zu rekrutieren. Das darf natürlich nicht außer Acht gelassen werden, wenn man sich die Rolle der Frauen anschaut und auch ihren Beitritt in die Befreiungsarmee. Aber ich glaube, es gibt andere Rollen, die in diesen schwierigen Zeiten wichtiger waren.
Zu Beginn 1942 haben die sowjetischen Behörden ein Dokument veröffentlicht, in dem auch die Frauen verstärkt angesprochen wurden, der Armee beizutreten. Natürlich hat die Befreiungsarmee das Gleiche getan. Das war auch im Februar 1942. Dort wurde ein offener Brief geschrieben und dort sagte man, dass es natürlich immer mehr Frauen gibt, die bereitwillig der Armee beitreten möchten, möchten wir natürlich diesem Anspruch auch gerecht werden und sie dementsprechend in unseren Reihen willkommen heißen. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Frauen dann auch ganz offen mit offenen Armen in die Armee aufgenommen. Wir werden recht wenig Zeit für die Emanzipation haben, aber ab 1942 gab es zwei wichtige Dokumente, die auf diesem freien Gebiet Ostbosnien ausgestellt wurden. Und dort bekamen die Frauen die Möglichkeit, auch in die Organe der revolutionären Bewegung gewählt zu werden. Das ist ein recht wichtiger Punkt, denn diese Zeit direkt nach dem Krieg, also die 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, das war eine ganz wichtige, entscheidende Phase, wo man eben auch sieht, dass die Frauen sehr viel stärker berücksichtigt wurden. Das Recht der Frauen zu kämpfen wurde natürlich nicht nur mit einem einzigen Dokument beigelegt, während die kommunistische Partei zwar die Rolle der Frau anpasste aufgrund der dramatischen Situation und der ideologischen Situation, gab es trotzdem große Teile der Gesellschaft, die Frauen in der Kämpferrolle mit etwas Zweifel betrachteten. Das trug sich auch bis zum Ende des Krieges so fort. Vielleicht ganz kurz etwas zu konkreten Personen. Es gibt keine konkreten Zahlen zur Beteiligung der Frauen in der Befreiungsarmee, aber man geht von 10 bis 13% aus. Frauenbeteiligung in der Befreiungsarmee, nicht nur in der medizinischen Abteilung, aber eben auch Frauen, die aktive Kämpferinnen und Soldatinnen waren. Und das war die kurze Einführung. Ich komme hier auch bald zum Ende. Vesina Slapsik, sie ist Anthropologin und Feministin und sie hat sich der Rolle der Frauen im 20. Jahrhundert gewidmet in einem Buch. Und sie sagt, der Erfolg der Partisanenbewegung war verständlich, denn die weiblichen Arbeiterinnen hatten die Möglichkeit, im Hinterland zu arbeiten. Die Frauen konnten auch an der Front arbeiten. Und die politische Macht der Frauen nahm zu, Frauen in Uniform, Frauen, die sich fähig sieht, eine Waffe in die Hand zu nehmen und auch fähig ist zu töten. Das hat das Bild der Frau wesentlich verändert. Das hilft immer noch nicht dazu, dass Frauen wirklich in führende Positionen aufsteigen konnten, die hauptsächlich den Männern vorenthalten wurden. Wahrscheinlich hat sie immer noch die perfekt geschützte Person dargestellt, eine Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen kann. Vielen Dank. Dankeschön, Ivana. Ich schlage vor, dass wir unsere ganze Geschichte hier, ich höre ein Echo, Entschuldigung, ich brauche auch gar keinen Kopfhörer mehr, ein bisschen verlängern und die Pause ein bisschen verkürzen. Trotzdem sollten wir um 17.40 Uhr wirklich fertig sein. Und ich mache einen anderen Vorschlag noch. Ich hoffe, dass wir Sivil gleich hören werden. Wir könnten ja jetzt schon mal sagen zum Publikum, Hände hoch. Sie dürfen jetzt schon mal sich bemerkbar machen. Und wir werden dann sehen, ob es Interesse gibt, hier reinzukommen, ob wir uns wirklich so beeilen müssen oder eigentlich nicht. Dann kann ich ja in Ruhe weiterreden. Sivil. Добрый вечер. Надеюсь, меня слышно. Guten Tag, ich hoffe sehr, dass man mich gut hören kann. Ich wollte meine Präsentation auch teilen. Können Sie sie sehen? Geht das alles technisch?
Nun, erneut guten Abend. Ich werde mich ganz kurz fassen angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Ich möchte ganz kurz von dem Kontext sprechen, der sich herausgebildet hat, 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben ein Narrativ über die Rolle von Aserbaidschan in diesem Krieg. Fußt dieser Narrativ auf zwei Säulen. Zum einen ist das die Statistik der Bürger, die während des Krieges umgekommen sind oder als vermisst gelten. 700 bis 800.000, 10.000 davon sind Frauen, die umgekommen sind oder als vermisst gelten. Und die zweite Komponente, die zweite Säule besteht darin, dass ohne Öl aus Baku die Sowjetunion den Krieg nicht gewinnen konnte. Und die Statistik zeigt auf, dass 75% an Öl aus Baku gekommen sind. Und vor dem Hintergrund dieses Diskurs ist es so, dass die Frauen unterlegen sind. Dominiert wird dieser Hintergrund von Männern. Der Krieg wird so dargestellt, dass Frauen dort nichts haben, wenn Frauen erwähnt werden, dann um nur den Gesamtbeitrag des Volkes Aserbaidschan hervorzuheben. Wo Frauen in erster Linie eingesetzt werden, sind solche Bereiche wie Medizin, Landwirtschaft und Ölgewinnung. Frauen, die im Ölbereich gearbeitet haben, sie gehören zu diesem Diskurs nicht. In erster Linie sind es Frauen, die sich an Kampfhandlungen beteiligt haben. Sie werden erwähnt. Ich möchte drei Biografien von drei Frauen erwähnen, aber davor möchte ich drei Fragen formulieren, die mir helfen werden, die weibliche Thematik anzuschneiden. Die erste Frage besteht darin, ob es möglich ist, zu behaupten, dass der Krieg zu einer Extreme für Frauen geworden ist, da Frauen die Rollen von Männern übernommen haben, dass der Krieg eine wichtige Rolle gespielt hat, wenn es um die Emanzipation der Frauen im Orient geht. Der Krieg hat den Alltag von Frauen sehr stark beeinflusst, aber hat dieser Krieg die Frauen von traditionellen Rollenbildern befreit? Hier möchte ich über Zuleyha Setmamedova sprechen. Diese Frau hat ihre Wahl getroffen, und zwar noch vor dem Krieg. Während der Sowjetmacht. Man muss sagen, dass diese Frau aus einer Familie stammt, die zur Intelligenz gehörte. Ihre Mutter war Frauenärztin, ihr Onkel war Chirurg, er war der erste Präsident der Akademie für Wissenschaften in Aserbaidschan. Also diese Frau ging zur Luftwaffe und diesen Weg beging sie noch lange vor dem Krieg. Sie studierte an der Fachhochschule, wurde zur Ingenieurin und Geologin. Sie wurde zur Fallschirmsprunglehrerin. Sie war auch Abgeordnete in Moskau. Und dem Krieg begegnete sie im Rang des Unterleutnants. Eine weitere Frau, Siba Ganiva, hatte nicht diese Karriere. Sie war 17 Jahre alt, als der Krieg begonnen hat, und sie studierte Kunst. Sie wurde eingezogen und wurde zur Scharfschützin im Krieg. Eine weitere Frau. Über ihre Biografie möchte ich sprechen. Sie beteiligte sich nicht an Kampfhandlungen. Das ist Taira Taireva. Bis 1935 war sie mit ihrem Studium an der Fachhochschule für Ölförderung fertig. 1940 leitete sie das Aserbaidschanische Forschungsinstitut für
Öl und in diesem Posten, bei diesem Institut, erlebte sie den Krieg. Also wir haben zwei Frauen, die im Krieg gekämpft haben und eine Frau, die auf dem zivilen Posten den Krieg erlebt hat. Aber das störte bei weitem nicht diese Rollenbilder für Frauen. Nach wie vor blieb eine Frau, die Hüterin des Herdes. Männer haben hingegen Frauen und Kinder verteidigt und auch dabei ihre Ehre gerettet. Frauen und Kinder waren Schutzobjekte. Frauen als Kriegerinnen waren eher eine Ausnahme, die nicht dazu dienten, ihren Beitrag in den Sieg zu leisten, sondern dieses heroische Vielvölkerheldentat zu unterstreiten. Eine Frau wurde zur Arbeiterin im rückwärtigen Gebiet und alle diese Frauen hatten eine eigene Erfahrung, aber das war bei weitem keine Erfahrung der Emanzipation dieser orientalischen Frauen. Vor dem Kriegsbeginn haben längst ihre Ketten abgeworfen. Nach 1945 haben diese drei Frauen ihre Karrieren fortgesetzt und die Erfahrung, die sie im Krieg erworben haben, hat diese Karrieren kaum beeinflusst. Es war ein Versatzstück zu ihrer Biografie, das aber ihre Karriere bei weitem nicht beeinflusst hat nach dem Krieg. Meine Heldinnen waren vor dem Krieg ein Vorbild dafür, wie erfolgreich Frauen in der Sowjetunion sein können. Und nach dem Krieg erreichten sie natürlich den Höhepunkt ihrer Karriere. Taira Taira zum Beispiel war Außenministerin und zwar über 20 Jahre lang. Zeliha Mamedova setzte ihre Karriere fort und zwar in der Partei und hat mehr als 20 Jahre als Ministerin für Sozialfragen gearbeitet. Die dritte Frau hat auch eine erfolgreiche Karriere absolviert. Sie ist Professorin an der Akademie für Wissenschaften geworden. Man muss sagen, dass auch nach dem Krieg dieses sowjetische Projekt der Emanzipation der Frauen erfolgreich war, obwohl es an der Wucht der 20er und 30er Jahre was gebüßt hat. Alle Frauen konnten feste Positionen erreichen. Heute ist es so, dass im Ministerkabinett in Aserbaidschan keine einzige Frau als Ministerin vorhanden ist. Es gibt keine Frauen im Ölförderbereich, aber viele Frauen sind in solchen Bereichen vertreten wie Medizin und Bildung. Das sind jene prioritären Bereiche, in denen vorwiegend Frauen überwiegen. Danke. Dankeschön, Sevil. Bevor ich jetzt auch wieder selber überlege, was ich dich zurückfragen würde, hätte ich gerne mal eine Auskunft, ob es denn Interessenten gibt, die bei uns mitmachen wollen. Hat jemand die Hand gehoben? Können wir? Ist noch niemand da. Sevil, dann wollte ich dich direkt nochmal zurückfragen, ob denn die Sowjetzeit in diesem Sinne von guten Chancen für Frauen В том отношении, что были хорошие шансы для женщин, вспоминается как положительный отрезок времени для женщин. Дело в том, что, как я уже указала, что... Ich habe ja schon... Sie hören mich, ja? Ich habe ja schon gesagt, dass dieses Frauenthema Krieg irgendwie an der Peripherie war, eher eine Randerscheinung. Und es gibt nach wie vor sehr wenig Informationen zu diesem Thema. Alles, was man ausgraben konnte, das sind die offiziellen Biografien dieser Frauen. Es gibt sehr wenig Memoiren, sehr wenig autobiografische Texte. Mit Ausnahme von Seler gibt es faktisch keine Autobiografien. Und alles das, was wir jetzt erzählen oder für diese Frauen sprechen, das sind unsere Interpretationen. Ja? Wie in der Tat oder eigentlich die Erfahrung des Krieges für diese Frauen waren, können wir leider nicht wissen, weil es keine autobiografischen Materialien gibt. Ulichan spricht davon, dass für sie der Krieg nicht so wichtig war. Für sie war diese Sowjetzeit für ihre Emanzipation wichtig, für sie und für ihre Familie, für ihre Karriere, für ihr weiteres Leben. Leider kann ich eben nicht für die Frauen
sonst sprechen, weil wir zu wenig Informationen haben. Okay, da würde ich gerne auch mal die anderen fragen, ob es eigentlich nach dem Krieg oder bis heute für Frauen in ihren Herkunftsländern Gelegenheit gab, über die Kriegswirklichkeit zu sprechen. Denn es überwiegen ja immer die Zahlen, es überwiegen Opferzahlen, es werden die großen Leistungen hervorgehoben und so weiter und so fort. Aber es wird ja wenig über das Grauenhafte und wenig darüber gesagt, wie die den Krieg nun wirklich erlebt haben. Entweder im Kampf oder beim bombardiert werden oder als Fliegerin oder so. Also das ist ja vielleicht auch unterschiedlich, was da sozusagen bewahrt wurde an Erinnerungen. Und möglicherweise gibt es, also ich würde sagen, in Deutschland beispielsweise ist das relativ gut erforscht und beforscht und es ist auch gut dargestellt in der Literatur. Es ist vielleicht im Gedächtnis der Bevölkerung nicht so stark verankert, in welcher Weise und in welchem Maße Frauen am Unternehmen Krieg beteiligt waren, organisatorisch und eben sozusagen an der Heimatfront. Und wie stark das auch aus Frauenhand sozusagen mitgesteuert wurde. Das war ja nicht ferngesteuert von Männern oder so. Das ist für uns relativ gut erforscht. Ich weiß nicht, wie ist es bei Ihnen? Gibt es da Aufzeichnungen? Gibt es Tagebücher? Gibt es vielleicht Aufnahmen? Hat man vielleicht Interviews gemacht? Wer möchte da zur Stellung nehmen? Vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel von Memorial auch solche Interviews gibt, die nicht von den Ostarbeitern handeln, sondern vielleicht von Kriegsteilnehmerinnen. Ist Ihnen da was bekannt? Jelena zum Beispiel. Wir hören Sie nicht. Wahrscheinlich müssen Sie Ihr Mikrofon anmachen. Он у меня включен. Habe ich eigentlich, aber... Vielen Dank. Ist gut, wir hören Sie. Ich würde vielleicht die mündliche Geschichte benennen als eine Art der Erzählung oder als eine Art Quelle, über die persönliche Erfahrung, auch Kriegserfahrung weitergegeben werden. Es gab natürlich die offizielle Diskussion, die jährlich auch zu 9. Mai immer wieder aktiviert worden. Das waren offizielle Plattformen, um Erinnerungen darzubieten oder zu erzählen. Aber es gab eher die Nachfrage nach solchen heroischen Narrativen. Ja, und wenn man solche persönlichen Empfindungen, Emotionen oder Erinnerungen sucht hat, dann war das eher die Hochliteratur und die Dichtkunst, Poesie. Da haben wir auch eine ganze Reihe von Werken in Russland, auch in anderen Ländern, wo Frauen auch als Poetessen ihre Erfahrungen der Blockade oder an der Front oder auch sonst beschreiben. Aber es geht ja darum, dass diese mündlichen Überlieferungen und Erinnerungen auch oft Erinnerungen der sogenannten einfachen Menschen sind, in Anführungsstrichen. Und Psychologen, Geschichtswissenschaftler haben später dann Frauen befragt, die schon nicht mehr jung waren, also die schon älter waren, die vorher einfach geschwiegen haben, ja, weil sie auch für sich empfunden haben, dass im Rahmen dieses heroischen Narrativs ihre persönlichen Empfindungen und Erlebungen nicht nachgefragt waren. Also solche Forschungen gibt es, aber sie starteten eher erst in den 90er Jahren, als wir versucht haben, ein alternatives Gedenken zu recherchieren. Da entstand auch dieses Narrativ, die auch bei unterschiedlichen wissenschaftlichen Schulen und mit unterschiedlichen sozialen Gruppen und unter anderem auch mit Frauen, unter anderem auch mit Memorial durchgeführt worden. Wir hatten ja ähnliche Interviews mit Ostarbeitern, die wir verwiesen drauf, und wir haben letztendlich ein interessantes Phänomen entdeckt. Es war wie eine Art Neuentdeckung, weil es teilweise auch Erfahrungen waren, die nicht mal in der Familie, nicht mal den eigenen Kindern oder dem eigenen Mann berichtet worden. Oft gab es
stigmatisierte Erfahrungen, wie zum Beispiel der Ostarbeiter, die erst in den 90er Jahren tatsächlich erstmalig ausgesprochen wurden. In den 90er Jahren oder in den 2000ern. Und wir haben auch gesehen, wie schwer es den Frauen fällt, diese Erfahrung auszusprechen, einfach auch durch das jahrelange Schweigen. Wir haben versucht, im Prozess des Interviews auszuloten, ob diese Frauen überhaupt reden können, berichten können. Diejenigen, die zur Zwangsarbeit verschleppt wurden, dann zurückkamen in ihre Dörfern auf dem Rückweg, vielleicht vergewaltigt wurden durch die eigenen sowjetischen Truppen. Momente, die absolut zum Frauenschicksal im Krieg gehören, durch diese Vergewaltigung. Aber das kann man doch am 9. Mai zum nicht berichten. Ja, das kann man nicht mit diesem heroischen Narrativ gleich darbieten. Das zeigt uns, dass über manche Dinge einfach auch sehr schwer zu sprechen ist. Man muss eine Möglichkeit für solche Traumatisierungen schaffen, also dass die Menschen sich überhaupt öffnen können. Dafür muss man ihnen einen Raum geben. Davon muss man auch bereit sein, eine schreckliche Geschichte anzuhören und so weiter. Das dauert ja wahrscheinlich jeweils ziemlich lange. Es ist nur so traurig, wenn eine Generation sozusagen vorher schon fast verstirbt, bevor man sie das alles gefragt hat. Und ich frage mich, was wir erhalten können von diesen Frauenerinnerungen. Jetzt sind endlich Gäste zu uns gekommen. Die eine haben wir vorhin schon gesehen, die erkenne ich sogar auf dem kleinen Bildschirm, Irina Schebakowa. Und noch ein weiterer Gast. Am liebsten würde ich den jetzt vorlassen. Irina, wenn du einverstanden bist. Würden Sie sich bitte selbst kurz vorstellen, denn ich sehe jetzt keinen Namen. Ich kann es von hier aus zumindest nicht erkennen. Und dann eine Frage stellen. Am besten stellen Sie die Frage konkret einer von den anwesenden Referentinnen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Sie müssen vielleicht Ihren Lautsprecher anstellen. Das ist ein kleines Symbol in der linken unteren Ecke. Da müssen Sie draufklicken. Der ist wahrscheinlich durchgestrichen. Ja, ich will Sie dran nehmen. Jetzt? Versuchen Sie bitte. Herr Gagik, ich höre, Sie heißen Herr Gagik. Sie müssen einfach was sagen. Alles gut, schönen Abend, guten Abend. Ich möchte meine Kollegen hier begrüßen. Ich heiße Gagik Jemgamyan. Ich vertrete die Republik Armenien, die Akademie der Wissenschaften, das Institut für Geschichte der Republik Armenien. Ich freue mich, dass ich hier bei diesem Meeting teilnehmen kann, denn das Problem der Frauen im Krieg, nicht nur ihre Beteiligung am Zweiten Weltkrieg, sondern auch überhaupt die Probleme der Frauen sind unter anderem ein Thema, mit dem ich mich befasse, noch nicht so lange allerdings. Diese Momente in ihrem Leben, die Handlung, von denen ich jetzt erfahren habe, die haben mich erschüttert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich möchte vielleicht ein Detail ergänzen. Ich denke, es gibt eine sehr begrenzte Darstellung und Vorstellung der Beteiligung von Frauen im Krieg insgesamt. Meine Kolleginnen hier haben das schon angesprochen, dass die Beteiligung ja sehr unterschiedlicher Art war. Die Beteiligung zum Beispiel auch mit ihrer alltäglichen Arbeit, wo sie unermüdlich gearbeitet haben, teilweise von der Werkbank nicht weggegangen sind, 24 Stunden am Tag, und so versucht haben, ihren Anteil zu leisten. Das ist ja auch eine Art der Beteiligung der Frauen im Krieg. Sorry, ich bin ein bisschen aufgeregt, Sie hören es vielleicht. Aber ich versuche, die wichtigste Idee jetzt hier darzulegen, die mich so bewegt. Wenn wir über die Teilnahme armenischer Frauen im Krieg sprechen, ist Folgendes. Armenien war ja doch recht weit von den Fronten entfernt. Und ich kenne zum Beispiel keine konkreten Fälle, wo armenische Frauen im Krieg teilgenommen hätten, aber ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es auch solche Frauen gab. Ich würde gerne über die Frauenemanzipation sprechen. Also die ideologische und propagandistische Rolle der Frau oder das Ideal der Frau war ja unter anderem die
Emanzipation der Frau und die Gleichheit, die hergestellt werden sollte. Und meine Kollegin aus Aserbaidschan, Sivil, hat ja die rhetorische Frage gestellt, ob diese Emanzipation geglückt ist. Also ich denke nicht, weil die Nachkriegsrealia, die man ja auch noch näher untersuchen muss, zeigen, dass die Frauen, die Sowjetmacht zwar Frauen in der Krieg, im Krieg mit eingesetzt hat, in der Industrie, in unterschiedlichen Einsatzgebieten und so weiter, hat man die Kraft der Frau genutzt im Interesse des Sieges. Die Frauen haben sich geopfert, aber danach, als die Männer zurückkamen, wurde den Frauen wieder die Rolle der Hausfrau zugeschanzt. Graues, kleines Mäuschen, kleine Arbeiterin. Ich glaube, ich muss ein bisschen bremsen. Sie halten zwar ein interessantes Referat über Armenien und dadurch haben wir noch ein weiteres Land mit am Tisch. Das ist ganz schön, oder mit im Stuhlkreis, aber es geht jetzt ein bisschen zu lange, glaube ich. Ich glaube übrigens, diese Erfahrung, von der Sie gerade sprechen, dass die Männer zurückkamen und die Frauen auf einmal wieder an den Herd sollten, das hat man in vielen Gesellschaften tatsächlich gehabt. Jetzt würde ich gerne noch Irina Schabakowa einmal zu Wort kommen lassen, vielleicht mit einer Frage. Da. Ja. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage an Ivana. Mich interessiert sehr, ich habe das vielleicht nicht richtig so nicht rausgehört. Mich interessiert sehr, welche Rolle dieses Narrativ jetzt oder in den, besser gesagt, ab 90er Jahren in den serbischen Erinnerungen und auch in der Geschichtspolitik spielt. Sozusagen diese heroisierende Geschichte von Partisaninnen. Was wird jetzt erinnert? Also wie geht man damit um? Wie geht man nach diesen Kriegen der 90er Jahre damit um? Was ist daraus geworden aus diesem Bild? Das ist meine Frage. Ivana, antworten Sie einfach direkt. Da muss ich mich nicht jedes Mal einschalten. Mikro an. Oh, yeah. Okay. I didn't speak about that at all, and that's very. Ich habe da gar nicht drüber gesprochen und das ist tatsächlich für mich recht emotional belastet, denn in den 90er Jahren ist ja tatsächlich alles kaputt gegangen. Die gesamte Erinnerungskultur wurde komplett umgekrempelt und sogar die Wissenschaft und die Geschichtsforschung. Vielleicht bis zum zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, also bis in die 20er Jahre, gab es tatsächlich keine Untersuchung zur Befreiungsarmee unter den weiblichen Partisanen. Und ich habe meine Forschung angestellt und da ging es um weibliche Partisanen und ihre soziale Rolle nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ging im Jahr 2008, 2007 vielleicht. Und vor mir hatte sich tatsächlich niemand diesem Thema angenommen. Das fand ich auch sehr interessant. Und vielleicht kann ich ganz kurz noch einmal auf die Geschichte eingehen. Als ich mit der Forschung begonnen habe, habe ich festgestellt, dass die Frauen in den offiziellen Dokumenten fast nicht wiederzufinden sind und dort fast unsichtbar sind. Ich konnte also meine Forschungsarbeit tatsächlich gar nicht fortführen, wenn ich nur diese offiziellen Dokumente verwenden könnte. Und dementsprechend habe ich mich entschieden, direkt auf Interviews umzuschwenken. Und so bin ich dann auch auf Irina gestoßen und habe 17 verschiedene Interviews mit Partisaninnen geführt. Und die haben sich tatsächlich so gefreut und waren auch so stolz, dass es jemanden gibt, der an ihrer Geschichte interessiert ist und sich an sie erinnert. Es war tatsächlich für sie recht traurig und vielleicht zum Teil auch wütend, weil sie das Gefühl hatten, vergessen worden zu sein. Und es war tatsächlich in der offiziellen Sprechart sozusagen verboten, über ihre Leiden zu sprechen, auch über ihre Siege. Und das war tatsächlich für sie auch eine sehr schwere Last. Das
war für sie total schön zu sehen, dass jemand so jung wie ich sich für ihre Geschichte interessiert und das auch aufarbeiten möchte. Sie zu Hause besucht, sie dort interviewt. Sie waren also sehr dankbar über diese Möglichkeit, über ihre Erfahrungen im Krieg zu sprechen und auch die 10 Jahre, die nach dem Zweiten Weltkrieg folgten und die neue Integration in diese neue Gesellschaft. Aber in den 90ern und auch heute, ja, ist ihre Rolle vielerorts oft vergessen. Vielen Dank, Ivana. Ivana, ich glaube, das ist vielleicht erstmal ausreichend. Oder Irina, bist du zufrieden mit dieser Antwort? Jetzt hören wir dich nicht. Ja, in den nächsten Stunden ein bisschen auch noch vielleicht darauf eingehen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das wird im zweiten Podium sicher auch dran kommen. Ich habe hier noch ein Echo, weil ich meinen Kopfhörer vergesse. Entschuldigung. Hoffentlich hat das von Ihnen keiner als störend empfunden. Jetzt haben wir noch einen letzten Gast, den ich ganz Frau Zimmermann, die ich ganz herzlich bitten würde, eine möglichst überschaubare Frage zu stellen, denn ich muss eigentlich jetzt gleich abmoderieren. Ich hatte wirklich nur eine kurze Frage, weil ich war in Bosnien und in der Ukraine und hatte so den Eindruck, dass durch den Krieg also 92, 95 in Jugoslawien und in der Ukraine jetzt auch nochmal sehr angeknüpft wurde an die Erinnerungen nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg und wollte dazu einfach nochmal von Ihnen was hören, weil ich das total interessant fand, wie die Frauen dann wirklich darauf nochmal reagiert haben und auch nochmal mehr in einen intergenerationellen Dialog gegangen sind daraufhin, gerade mit den neuen Kriegserfahrungen sozusagen, ob es dazu was gibt. Ivana, das war, glaube ich, eine Frage an Sie. Ja, an beide quasi, an Ivana und auch an die Ukraine quasi. Nein, wer möchte? Hand heben und los. Ja, Katja, man hört dich nicht. Jetzt. Ich versuche ja ganz kurz zu beantworten. Ja, Sie haben vollkommen recht. Der aktuelle Krieg in Donbass hat natürlich auch die Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg aktualisiert. Das ist keine Frage. Es gab sogar eine Kampagne, 2016 oder 2017, so ziemlich schwierige Jahre im Krieg, wenn vom Institut des Nationalen Gedächtnisses der Ukraine, also genau zum 8. 9. Mai, also Gedächtnistage an den Zweiten Weltkrieg, so eine Kampagne mit Plakaten, wo die Heldinnen und Helden aus dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit den heutigen Kriegsteilnehmern gestellt wurden. Und das ist ja natürlich auch von beiden Seiten, einerseits Russland sozusagen und Donbass, diese selbsterklärten Republiken sozusagen, erklären das auch sehr und beschreiben diesen Krieg von heute auch in Begriffen des Zweiten Weltkrieges, großen patriotischen, also vaterländischen Krieges, als ob die neuen Faschisten seitens der Ukraine sozusagen die angegriffen haben. Also ziemlich stark ist es ja wirklich geprägt mit der Rhetorik aus dem Zweiten Weltkrieg und Kampf gegen Faschisten, Okkupanten und so weiter. Dadurch wurden relativ geschickt also diese alten Stereotypen aufgewegt in der Vorstellung. Und Ukraine ist ja natürlich erklärt als neuer Befreiungskrieg gegen sozusagen Okkupanten also unsererseits, ukrainerseits. Und Frauenrolle, das ist jetzt natürlich auch, also gab es eine Kampagne seitens der Feministinnen, öffentlichen Aktivistinnen, auch mit Kalenderinterviews, oral historische so Geschichten gleich, unsehbarer Bataillon über die Frauen, die am Krieg teilnehmen, aber ihre Rolle oft nicht zu sehen ist. Also jetzt führt es dazu, dass die Liste der Militärberufe, die Frauen leisten dürfen, in der aktuellen ukrainischen Armee erweitert wurden und die Frauen nicht nur als Köchinnen oder irgendwie Hilfskräfte da angemeldet wurden, sondern auch als Kämpferinnen, wenn sie solche sind, sagen wir so. Also das heißt, diese Emanzipation praktisch in Motion, also jetzt aktuell passiert und wird offiziell anerkannt, das kann man schon sagen. Dankeschön. Wir hatten gerade einen Gast, Barbara von Maibohm, aber die ist jetzt wieder rausgefallen. Ich weiß nicht, ob mit Absicht.
oder ob sie die Nase voll hatte. Entschuldige, nein, ich hab's falsch. Sie sind wieder da. Hier wird schon mit mir gefeilscht. Ich soll noch jemanden dran nehmen, obwohl ich damit eigentlich Überstunden mache. Das war nicht vereinbart, aber ich lasse Sie noch, Frau von Meinbub. Also was mir auffällt, ist, dass wir im Grunde genommen zwei Richtungen haben im Moment in der Diskussion und ich würde gerne nach einer dritten Richtung fragen, und zwar für alle Beteiligten. Die eine Richtung ist sozusagen die Opferperspektive und die andere Richtung ist die Frauen in ihrer Aktivität, in ihrem Beitrag zu dem Aufrechterhalten dieses Krieges und der Durchführung dieses Krieges, wo auch immer und wann auch immer, in Wert zu stellen. Beide Perspektiven halte ich für interessant und wichtig. Ich erinnere mich aber daran, dass man auch sagen kann, Männer und Frauen halten die Kriegskultur aufrecht. Und ich frage mich, ob es auch Narrative gibt bei den Frauen, die Sie befragt haben, die wirklich eine Alternative zur Kriegskultur propagiert haben. Wir haben ja nun starke Frauen wie Bertha von Suttner oder Rosa Luxemburg oder ähnliche, die solch einen Gedankengut vertreten haben. Gibt es das auch bei Ihren Frauen oder verlieren wir uns, ich sage jetzt mal, verlieren wir uns als Frauen in dem Wunsch, nun zu sagen, wir sind mit aktiv am Kriegsgeschehen beteiligt oder wir sind nicht nur Opfer? Soweit meine Frage. Das, Ihre Frage ist ja fast ein gutes Schlusswort. Darüber könnten wir weiter nachdenken. Aber ich glaube, Ivana, wollen Sie was dazu sagen? Ja, gut. Okay, dann ich lasse Ihnen jetzt einfach kurz das Schlusswort und danach werde ich abmoderieren. Ivana? Oder war das ein Missverständnis? I thought that all of us should say a few in order to Vielleicht sollten wir alle einfach noch ein paar letzte Schlussworte sprechen. Dann aber ganz kurz nur. Also in Serbien gab es einige wenige Frauen, Ksenija Desasijević, eine Philosophin, sie war eine Pazifistin und sie war tatsächlich gegen den Krieg und schrieb Texte über und gegen den Frieden. Und nach dem Krieg selbst wurde sie größtenteils vergessen. Sie war ein Humanist, sie war linksgerichtet und sie war eine Frau, aber sie war eben keine Kommunistin und hatte dann tatsächlich in der Erinnerungskultur keinen eigenen Platz und wurde dann größtenteils vergessen. Aber sie wäre eine solche Frau, die solche pazifistischen Ideen hätte vorantreiben können. Gleich losreden, Civil. Das ist in der Tat eine sehr interessante Frage, die die unterschiedliche sowjetische Erfahrung während des Krieges anschneidet. Ja, der Krieg erreichte Aserbaidschan nicht und dieses Frauenbild als Opfer fehlt. Wir haben mehr ein Narrativ über Frauen als Heldinnen im Krieg. Nicht so viele Frauen aus Aserbaidschan sind in den Krieg gezogen, aber dieser Diskurs über Frauen als Opfer, er fehlt. Denn wir haben tatsächlich unterschiedliche Erfahrungen aus diesem Krieg hervorgebracht. Katja, ich kann noch ganz kurz versuchen zu beifügen. Mir fällt übrigens nicht so viel ein im Sinne Frauen, so alternative Projekte oder irgendwie Friedensalternative, weil in der sowjetischen Zeit waren Frauen auch ziemlich in den Rahmen gestellt, so allgemeinen sowjetischen Diskurses beispielsweise und Friedenskämpferinnen. Wurden viele Frauen, auch Kriegsheldinnen wie Scharfschützerin beispielsweise Ludmila Pavlichenko oder nach dem Krieg auch Valentina Grisadubova, die Militärpilotinnen, die waren als offizielle Friedenstauben für die, sagen wir so, Sowjetunion, diese Seite, aber die waren auch vom Staat beauftragt dafür. Eigentlich Opfernarrativ ist irgendwie ziemlich gesichtslos allgemein. Und Heldennarrativ hat ihren Namen sehr oft. Das ist auch eine sowjetische Erbe und man spricht wirklich ungern, wir waren die Opfer. Fast immer gibt es irgendwas, aber trotzdem und so weiter. Das, wenn so allgemein formulieren, würde ich sagen. Also das ist nicht nur, und es gibt ja sehr interessante, sehr, sehr viele Schattierungen in diesem
in diesem Bereich, in dieser Frage, aber dass jemand nur als Opfer, also Opfer sind meistens schon die Toten in unserer Vorstellung, Opfer des Holocaustes oder die anderen Kriegsverbrechen oder Opfer, die wirklich eigentlich nicht mehr leben. Wer noch lebt, kämpft weiter, also, so ist das Motto, würde ich sagen. So, das sind wirklich sehr heterogene Perspektiven, glaube ich. Es war völlig klar, dass wir nicht alle Fragen klären können. Wir müssen jetzt aber zum Schluss kommen, denn es geht ja noch weiter nach der Pause. Und das ist sonst zu anstrengend für alle Beteiligten, auch für unsere Zuschauer und Zuhörer. Deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz auf meinen grünen Zettel gucken, was ich noch sagen wollte. Ja, ich wollte natürlich allen ganz herzlich danken. Also zunächst mal meinen Podiumsgästen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier beigetragen haben mit Ihren Inputs und dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. Ich bedanke mich auch herzlich beim Publikum für den wenigstens kurzen Versuch, hier teilzunehmen. Wahrscheinlich müssen wir das alles noch ein bisschen perfektionieren, damit man auch zu Ende diskutieren kann, zum Beispiel. Wir denken uns was aus, in welcher Form das geschieht. Ich danke hier allen Leuten im Raum, meinem technischen Stab, insbesondere meinem Referatsleiter Walter Kaufmann, der mich hier ganz mächtig unterstützt. Sie werden ihn nachher noch kennenlernen. Einen ganz wichtigen Dank möchte ich den Dolmetschern aussprechen. Ich nenne stellvertretend Bärbel Sachse. Ohne sie wären wir nichts. Ich habe davon ja auch viel profitiert. Ich habe da reingehört. Manchmal musste ich es auch. Manchmal war es nur aus Neugier. Es läuft ganz toll in Zoom. Man kann das wirklich prima machen. Das werden wir also beibehalten können. Ja, wir fangen um 18 Uhr wieder an. Nach der Pause, solange können Sie im Wartraum bleiben, wenn Sie wollen. Sie müssen sich nicht extra rauswählen oder dann wieder reinwählen. Sie können bei uns bleiben und es übernehmen dann die Moderation Marion Kraska aus Sarajevo und Irina Scherbakova aus Moskau. Euch beide möchte ich nur kurz erinnern, dass ihr nochmal den Hinweis mit der Übersetzung machen solltet. Es gibt Leute, die haben sich nur für Panel 2 angemeldet, die sind also dann neu, waren vielleicht in Zoom noch nie drin und wissen nicht, wie man zu dieser Übersetzung kommt. Das müsst ihr noch einmal erklären, bitte. Außerdem erinnere ich daran, dass wir uns hier ganz am Ende kurz nochmal treffen wollten. Das heißt, 10 Minuten bevor die Veranstaltung vorüber ist, solltet ihr zurück nach Berlin schalten. Denn Walter Kaufmann würde sehr gerne eine kleine Feedbackrunde mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Publikum machen, damit wir auch lernen, was sie mitnehmen, was ihre Fragen sind, ihre brennendsten Fragen und wie wir in Zukunft solche Veranstaltungen organisieren können. Also alle, die uns jetzt verlassen müssen, denen sage ich, bleiben Sie gesund und allen anderen sage ich, bleiben Sie neugierig, bleiben Sie dran, bis gleich. Thank you.